Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unseren schönen Transporter gesehen und ich habe jetzt hier was gefunden. Kingdom Office heißt das Ding hier und es ist ein Innenausbauer. Was es nicht alles gibt. Entschuldigung. Und seht ihr, was ich da sehe? Was ist das denn? Vorschau-Terminal. Guck mal. Y1, Unternehmenswahl, Agentur für Werbeentwicklung, Design auswählen, modern, ansehen. Und dann sehen wir sowas hier. Das ist ein fertig eingeräumtes Büro. Und jetzt schauen wir nochmal, da gibt es doch bestimmt noch eine größere. K1 machen wir jetzt mal. Nochmal Werbeentwicklung, wir wollen modern, Design auswählen. Das ist unser Büro. Und so kriegen wir es eingerichtet. Das hat hier 6 Plätze. 6, 8, 16, 32. Holy, da sind ja noch mehr. 32, 36, 40, 44, 50 Arbeitsplätze insgesamt. Mit einem Sekretariat, mit Putzzeug. Was mich dann interessiert, da ist eine Kaffeemaschine, oder? Da ist eine Kaffeemaschine, wie es ausschaut. Da ist eine Kaffeemaschine über Mülleimer. Sehr schön eingerichtet. Getränkeautomaten, Couch. Ich sehe keinen Wasserspender. Das ist so eine Sache, die mich jetzt gerade ein bisschen enttäuscht. Wo ist der Wasserspender? Klar, er schaut nicht schick aus, aber Wasserspender ist gut und noch kein Drucker. Okay. Interesting. Nochmal K1. Ich hätte gern eine Agentur für Werbeentwicklung. Ich hätte jetzt gern Himmel. Okay, das ist enttäuschend. Das ist ja komplett dasselbe quasi. Okay, nee, ich finde modern um einiges besser. Aber hier kannst du dann sowas bestellen. Dann gehst du hier vorne zu denen hin, sagst Hallöchen. Ich habe hier zum Beispiel Nice and Clean. Ich hätte es gerne am Tag 55. Und ich hätte es gerne modern. Und dann geben sie den Kostenvoranschlag. Installationsgebühr, Layoutpreis und dann den Endpreis. Das Zeug ist teuer. Aber ich wollte es euch nur mal zeigen. Es gibt's, wo man sich absolut keine Mühe drum machen muss, was ich natürlich mega cool finde. Was? Oh, hat zu. Auf einmal hat's zugemacht. Wir gehen jetzt. Hallo! Ich kann Stau machen, Leute. Protestieren, protestieren. Komm, wir müssen doch ein Taxi geben. Gibt's doch gar nicht. Da. Taxi! Meins, meins, meins. Oh, shit. Ich wollte gerade sagen, bin ich mit dem Auto hingefahren? Nee. So, wir fahren jetzt mal kurz nach Hause. Weil wir haben es Montag. Ich muss jetzt noch mal kurz im Bismann schauen unter meinen Headhunter. Was der gerade macht. Der sucht mir Programmierer und ist da eigentlich kontinuierlich am Rekrutieren. Gut. Dann werden wir jetzt einfach mal schlafen gehen und hoffen, dass er uns morgen einige praktische Angebote schickt. Schauen wir mal, was hier rauskommt. Und? Hä? Nice and clean, sorry, wir gehen geschossen. Die Friedhof, das hat sich wieder erledigt. Oh, wir haben auf jeden Fall viele Karten. Holy shit. Holy shit, ihr müsst alle erstmal nice and clean, wenn dann. Und wenn dann müsst ihr alle nice and clean. So, was wollt ihr alle? Ihr wollt eine Vollzeit, Silberkrankenversicherung. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Großer Besprechungstisch, das haben wir jetzt nicht. Du wirst nicht eingestellt. Standard-Kühlschrank, Chefschreibtisch, vergiss es. Ein Mauspad gut zu haben, wichtig. Keine Spätschichten. Friedliches Arbeitsumfeld, flieg. Was habt ihr alles mit euren großen Besprechungszimmern? Ein Mauspad, das können wir noch notfalls organisieren. Was habt ihr alle mit diesen großen Besprechungstischen? Und irgendeinen Bug haben sie implementiert, weil es gibt es doch nicht, dass ich dann... Leute, jetzt ist es auch viel weniger geworden.
Und zu all denen hier sage ich Kandidaten einstellen. Bestätigen. Dann gehen wir zum Bismen. Inventar und Zeitplan. Und müssten die jetzt nicht hier drin sein? Hä? Das ist nicht genau das? Hä, habe ich dich nicht? Ich habe euch doch gerade eingestellt, oder? Ja. Hä? Entschuldigung, aber... Hä? Ist das Spiel verbuggt? Schauen wir mal, nice and clean. Hey Leute, ihr stimmt doch irgendwas nicht. Ich verliere da mehr Geld? Unimarket... Nicht so unverschämt. So, okay. 6%. Da sind die in... Hä? Ich bin so verwirrt. Also ernsthaft, so verwirrt. Stundengebühr. Niedrigster Preis, dein Preis. Ja, dann setzen wir den niedrigsten Preis mal auf 150. Alter, der niedrigste Marktpreis ist 162. Aber wo bleiben meine Mitarbeiter, die ich eingestellt habe? Ich habe hier nicht mal mehr die Kandidaten. Vielleicht muss ich einmal schlafen. Wenn das jetzt ernsthaft so ist, dann müssen wir... Jetzt sind wir bitte... Yeah. So, jetzt bin ich gespannt. Bismen. Wo sind die Mitarbeiter? Ich habe sie für nice and clean eingestellt. Hier. Programmierer Vollzeit. Goldversicherung kritisch. Gut. Wir handeln. Ein. Wir gehen auf glatte 50. Das machen wir mit jedem Mitarbeiter. Und ein Einstellungsbonus von 3000. Das ist ja höher wie davor. Wahnsinn. Ich mache 52. Dafür 5000. Dafür 1200. Ha, ich habe es in Euro runtergehandelt. Cool. Also rein theoretisch ist es jetzt eingestellt. Richtig? Richtig. Ich habe die Person... Hä? Du kannst mir auch nicht sagen, dass ich jetzt hier... Die Mitarbeiter sind ja auch nicht bei mir drin irgendwie. Verstehe ich was falsch? Leute, bitte Hilfe. Ich verstehe es nicht. Das Angebot ist angenommen. Einkäufer, Einkäufer. Achso, Programmierer ist eingestellt. Aber warum die anderen nicht? Du kriegst einen Bonus direkt mal fürs Einstellen. Und dann wirst du Unternehmen festlegen. Nice and clean. Bestätigen. Dann gehen wir gleich zu Bismen. Ah, wo sind die ganzen anderen, die ich eingestellt habe? Aber wenn ich jetzt hier wieder... du hast die Gold, oder? Gold. Gut, Mitarbeiter zuweisen. Bismen.
Ach so, täglich. Wasservollzeit bis 50 Stunden. Ups. Machen wir Sonntag und Montag dicht? Machen wir so eine normale Arbeitswoche. Wir machen Samstag, Sonntag dicht. Dafür hätte ich gerne, dass du mir von 7 bis 17 Uhr arbeitest die Woche. Faires Angebot. Dann würde ich sagen, sollte das passen. Und wir öffnen den Laden. Ich gehe mal unter meine Kontakte, unter Firmen. Workforce, ich bräuchte bitte noch Mitarbeiter. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Es ist noch nicht so spät. Schauen wir also. Ich hätte hier schon wieder ganz viele Bewerber. Bürostuhl. Jetzt geht's lustigerweise. Merkt ihr das? Keine Spätschicht. Was ist eine Spätschicht bei dir? Ja, das haben wir. Das kriegen wir auch hin. Computerbildschirm. Standardkühlschrank. Standardschreibtisch. Standardschreibtisch, das finde ich super. Wasserkühler. Oh, ich muss dich leider enttäuschen. Ihr seid alle außerhalb auf mein Budget. Dann gehen wir jetzt hier unter Mitarbeiter. Jetzt hoffe ich, dass alle unten drin sind. Und ihr werdet alle einem Unternehmen festgelegt. Nice and clean. Bestätigen. Dann gehen wir auf Bizman. Morgen. Nee, Zeitplan. Und schieben alle. Oben bis unten rein. So. Wir hatten noch keine 50 Stunden, du hast noch keine 50 Stunden. Gut. Dann haben wir schon mal ein paar Mitarbeiter hier. Mal stelle mindestens 5 Programmierer ein und plane sie für eine Schicht ein. Super. Bismen, Personalleiter, dich hier, Mitarbeiter zuweisen. Kann sein, dass ich bald meine neue beauftragen muss. Gut, City Workforce. Ich brauche noch bitte für nice and clean. Nein, kein Programmierer. Ich brauche eine Putzfrau. Anderson Recruitment vielleicht anrufen. Kannst du mir hier weiterhelfen? Nice and clean. Reinigung schauen. Keine Teilzeit, ich brauche nur Vollzeitmitarbeiter. Gib mir 5 Kandidaten bestätigen. Dankeschön. Abbrechen. Gut. Und dann gehen wir jetzt einfach mal schlafen. Jetzt bin ich gespannt, ob das was bringt. Schauen wir mal mit dem Bizman. Also jetzt nochmal frische Lebensmittel hier. Bizman. Kundenkapazität. Meine Preisgestaltung ist bei 10%. Bedeutet, wenn ich dich. Oh, jetzt bin ich aktuell der niedrigste Marktpreis. Drei verkauft zu 150. Ich hätte gerne aber Reinigungskräfte.
bist eingestellt. Du bist nice and clean zugewiesen. Perfekt. Dann Bisman. Zeitplan. Ja, und wo kommt die Putzkraft hier eingetragen mit den Neusassierten? What the fuck hat der gemacht? Was ist denn das für eine dumme Aktion? Liebes Spiel, was soll das? Das sind Vollzeitkräfte. Die wollen Vollzeit arbeiten. Ich verstehe es nicht. Was war das denn jetzt für eine Aktion? What the fuck? Mensa-Tagplan für alle Tage. So, aber wie stelle ich jetzt dich hier ein? Schau, wie viel Ding ich habe. F1. So, lass mich mal kurz gucken. Ich habe einen Entwicklung. Hier brauche ich Programmierung und Reinigung. Gut. Wie setze ich diese scheiß Reinigung hier ein? Ah, wahrscheinlich, weil ich keine Reinigungsstation habe. Kann das sein? Kaufen wir schnell. That could be. Ja, ja, keine Sorge, du kriegst gleich einen Auftrag. Wollte gerade sagen, wo zur Hölle sind die Reinigungsstationen? Einmal zahlen, bitte. Stimmt, ich glaube, die habt ihr bis jetzt noch nicht gekauft gehabt. Schauen wir uns doch mal an, wie das Büro ist, wenn es voll ist. Ja, du hast. Ich habe schon lange eine Reinigungskraft eingestellt. Dann kann ich jetzt unter. Bisman. Zack. Zeitplan. Und jetzt gibt es hier für unsere gute Reinigungskraft auch einen Putzplan. Freunde, programmiert mal, macht mal, tut mal. Das heißt, ich stelle jetzt einfach noch mehr ein. Das heißt hier jetzt nur ja oder nein. Was haben wir da eigentlich? Mehrzweckstühle oder normale Bürostühle? Bürostuhl. Die Kandidaten. Verwerfen. Verwerfen. Einstellen. Einstellen. Oh, das hätte ich eben machen können sogar. Mauspad passt sogar noch. Bürostuhl passt auch. Geh nicht mehr weg mit deinem Chefschreibtisch. Nein, du kriegst keinen Riesen. Das kriegen wir auch hin. Nein, ich habe eine Reinigungskraft eingestellt. Dammit! Bronzeversicherung, keine Nachtschicht und Vollzeit. Finde ich super. Gut, dann Bisman. My Employees, Mitarbeiter. Ich muss dich leider rausschmeißen. Das war keine Absicht, aber ich habe dich aus Versehen ausgewählt. Zugewiesen, nice and clean. Achso, warte mal, ich muss hier in dem Fall allen zuweisen. Daneben zuweisen, nice and clean. Dann kann ich jetzt unter Bisman gehen und hoffe, dass das so funktioniert, oder? Sei allen
Ist ja zum Glück ein sehr vergebender Job. Ich habe nur 10.000 Mitarbeiter mittlerweile. Personalleiter, hier, du Schein. Mitarbeiter, du kriegst die 9 noch dazu. Gut. Ich könnte eigentlich die Mitarbeiter zuweisen. Und die ohne Anforderung rausnehmen. Und die hier zuweisen. Dann hat die nicht mehr mittlerweile gut Mitarbeiter. Gut, jetzt ist das Büro auch schon voller. Super. Bin mal gespannt, was sich das bringt am Ende. Und ob wir damit Plus machen nach einer Zeit. Na, fahre mich mal hier hin. Ich brauche noch schnell was zu essen. Die Tage sind lang und ich habe leider nicht viel Zeit aktuell. Ein paar frische Lebensmittel und ab an die Kasse. Ich glaube immer noch, dass die normalen Läden hier mehr einbringen, wie das, was ich jetzt hier gerade sozusagen mache. Also interessant mal zu sehen. Und ob das sozusagen so ein Stabilisierer im Hintergrund ist, weil du darfst auch wiederum nicht vergessen, die Werbeagentur arbeitet im Hintergrund und ist eher so ein passives Schutzsystem. Also hoffe ich auf jeden Fall. Das wäre natürlich genius, wenn das funktioniert. So, wir arbeiten mal bis schlafen müssen alle. Schauen wir mal, ob das irgendwas bringt. 27.000? Die zahlen schon auf jeden Fall wieder schön aus. 50.000. So, ich esse nochmal was. Aktuell schaut auch alles gut aus. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen schauen. So. Bruttogewinn von 5.000. Okay. Es kann natürlich auch sein, dass sich das jetzt komplett verändert. Ich hätte noch 4 freie Plätze. Ich muss jetzt nicht unbedingt befüllen. Ich gebe jetzt mal meinem Herrn von Marketing, von Headhunting, kurz mal kontinuierlich rekrutieren aus. Ich würde gleich nochmal kurz gucken, ob hier irgendwas ausgegangen ist. Tiefkühlkost geht uns zum Beispiel aus. Lustigerweise nicht die frischen Lebensmittel. Von denen haben wir noch einige auf Lager. Ich bestelle von dir mal 30.000. Von dir, da kann ich. Obwohl, brauche ich nichts bestellen, solange ich noch genug habe. Getränkedosen kann ich auch nochmal 20.000 bestellen. Einfach 10.000, 20.000. Einfach sozusagen nachbestellen, was langsam ausgeht. Von dir bestelle ich auch nochmal 10.000. Bestellung aufgeben. Preiswerter Schmuck habe ich gar nichts mehr auf Lager. Von dir bestellen wir 100. Von dir auch 100. Bestellung aufgeben und hier haben wir gleich noch einen teuren Schmuck. Davon bestellen wir nochmal 100. Gut, okay. Wir haben einige Bestellungen nochmal aufgegeben, damit unser System wieder voll wird. Aber ich würde sagen, ich hoffe, es gefallen. Es war zwar nicht wirklich viel, es war viel Management, diese Folge. Und wir sehen uns die Tage wieder. Ich werde schauen, dass wir das langsam alles ein bisschen wieder ins Rollen kommt, wir mehr Geld kriegen und uns vielleicht mal ein bisschen mehr umschauen können. Aber ich hoffe, es gefallen, wenn ja. Und rerollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.